Liebe Mutter, wie geht es Vater? Sein Zustand ist derselbe. Jetzt müssen wir auf Gott vertrauen. Ich wünschte, wir wären nicht hergekommen. Dann wäre alles gut. Wir gehen erst, wenn du Kutub getroffen hast. Nadira, ist alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, Mutter. Vater geht es schlecht. Ich habe Heimweh. Wir haben dort ein glückliches Leben gehabt. Sobald es Vater besser geht, sollten wir zurückgehen. Hast du Kutub schon gefunden? Wenn Gott es will, finde ich ihn. Ich werde etwas zu essen machen. Geh weg von mir! Du wagst es tatsächlich zu behaupten, dass der Kronprinz egoistisch ist? Wie kann ich mich an einer Frau rächen, die mich gezwungen hat, so viel zu verändern? Wenn es auf der Welt einen Menschen gibt, den ich abgrundtief hasse, dann ist das Nadira! Du bist das! Diese Rebellion haben wir nicht unter Kontrolle. Ich muss sofort etwas unternehmen. Wir sollten dringend einen Stützpunkt errichten. Für unsere Soldaten vor Ort, Majestät. Und dieser Stützpunkt sollte mit den benachbarten Bezirken verbunden werden. Ihr seid derjenige, der nicht einmal meinen Hass verdient. Sheku, was hältst du denn davon? Sheku, hast du mir zugehört? Ihr seid der Kaiser. Ihr werdet die richtige Entscheidung treffen. Was soll ich dazu sagen? Entschuldigt mich. Ich glaube, Sheku ist immer noch wütend auf mich. Er glaubt, dass ich die Schuld trage an Farhans und Belas Tod. Was ist mit dir los, Salim? Warum triffst du heute nicht? Ich weiß es nicht. Es fällt mir einfach schwer, mich zu konzentrieren. Seid gegrüßt, Mutter des Zeitalters. Salim? Was ist los mit dir? Seit Kutubs Hochzeit hast du dich verändert. Bitte sag mir, ob dich irgendetwas bedrückt oder verärgert. Nein, Mutter des Zeitalters. Ich will alleine sein. Aber das Problem ist, dass niemand mich jemals alleine lässt. Ich verabschiede mich. Was ist nur mit ihm los? Majestät, das ist König Bundis Geschenk zum Jubiläum eurer Hochzeit. Schön. Kanekana, bitte drückt ihm meine allertiefste Dankbarkeit aus. Ja, Majestät. Seid gegrüßt, Majestät. Sei gegrüßt, Joda. Sieh nur dieses wunderschöne Geschenk an für unseren Jahrestag. Majestät? Ich würde gerne mit euch sprechen. Mit Verlaub, Majestät. Ich empfehle mich, Tante. Auf bald. Komm. Was ist los? Majestät, ich glaube, es ist besser, das Jubiläum nicht zu feiern. Warum sagst du das? Gibt es ein Problem? Bist du etwa wütend auf mich? Nein. Ich nicht. Aber Salim geht es schlecht. Es ist nicht zu übersehen, dass er wütend ist. Er hat
hat die Trauer über Farhans und Belas Tod immer noch nicht überwinden können. Er macht euch immer noch verantwortlich für den Mord an seinem Freund Farhan. Ich habe ihn beobachtet. Ich weiß nicht, worüber er die ganze Zeit nachdenkt. Ich frage mich genau dasselbe, Königin Choda. Ich habe versucht, ihm alles zu erklären. Ich habe versucht, mit ihm zu sprechen. Aber immer, wenn ich auf ihn zugehe, geht er mir aus dem Weg und verschließt sich mir. Ihr hattet recht, Majestät. Er wird noch etwas Zeit brauchen. Deshalb sollten wir diesen Anlass nicht feiern. Wie können wir als Eltern feiern, wenn unser Sohn um seine Freunde trauert? Ich gebe dir vollkommen recht. Gut. Ich sage die Feierlichkeiten ab. Seid gegrüßt. Warum wolltest du mich sehen, Königin Rukaya? Ich wollte etwas Zeit mit euch verbringen. Und da ihr nicht von selber kommt, setzt euch. Schenkt mir nur ein wenig eurer kostbaren Zeit, Jalal. Eure Majestät, bitte trinkt etwas. Was ist Jalal? Warum seid ihr so schweigsam? Habe ich etwas falsch gemacht? Wenn ihr euch in meiner Gesellschaft nicht wohlfühlt, werde ich sofort wieder gehen. Nein, bitte, bleib hier. Vergib mir, wenn ich dich verletzt habe. Das ist nicht meine Absicht gewesen. Nein, Jalal. Warum entschuldigt ihr euch bei mir? Du bist meine Freundin und meine erste Frau. Ich werde es immer bereuen, dass ich dir nicht helfen kann. Das Kind zu bekommen, das du dir wünschst. Sagt so etwas nicht, Jalal. Ich sollte um Verzeihung bitten. Ich bin eure erste Frau. Und die, die ihr am meisten liebt. Aber ich konnte euch keinen Erben schenken. Hör auf, dir selbst die Schuld daran zu geben, Rukaya. Es ist doch nicht deine Schuld. Das Schicksal war eben gegen uns. Weißt du, manchmal geht das Schicksal wirklich eigenartige Wege. Ich habe alles versucht, um dich glücklich zu machen. Ich wollte dich immer zum Lächeln bringen. Ich wollte dich niemals verletzen. Ich danke Gott jeden Tag und immer wieder, dass du nicht den gleichen Schmerz fühlen musstest wie ich. Denn es ist furchtbar, wenn du feststellst, dass dein eigenes Kind dich hasst. Rukaya, mein eigenes Kind hasst mich. Wäre es daher nicht besser, kinderlos zu sein? Ich bin froh, dass du nicht das gleiche Leid erlebst, das ich jeden Tag ertragen muss. Ich fühle diesen unendlichen Schmerz, weil mein eigener Sohn mich einfach nicht verstehen will. Gefühle unterscheiden nicht zwischen einem Kaiser und einem Untertan. Und das Schlimmste an allem ist, dass dieses verfluchte Problem einfach nicht zu lösen ist. Ich weiß nicht mehr weiter. Was ist nur los mit euch, Jalal? Warum seht ihr denn alles so schwarz? Was sollte ich sonst tun? Habe ich Sheku denn jemals etwas angetan? Er weigert sich, mir zuzuhören. Es ist ihm egal, was ich zu sagen habe. Ich habe so oft zu Gott gebetet. Ich habe Mausoleen besucht und in vielen Tempeln für ihn gebetet, Rukaya. So viele Jahre. Wie könnte ich der Person, für die ich so viel ertragen habe, denn etwas Schlechtes wollen? Ich liebe meinen Sohn von ganzem Herzen.
und Prinzessin Bela wollte ich auch nur heiraten, um meinem Sohn die Todesstrafe zu ersparen. Nein, Jalal. Ihr dürft jetzt nicht aufgeben. Jalal, ihr seid der Kaiser. Schwäche passt einfach nicht zu euch. Jalal, die Zeit heilt alle Wunden. Habt nur ein wenig Geduld. Alles wird gut werden. Euer Hochzeitsjubiläum und das der Mutter des Zeitalters ist nah. Denkt nur, auf diesem Fest werden alle glücklich sein. Und Salim? Salim wird während der Feier all seine Sorgen vergessen. Wir werden nicht feiern, Rukaya. Wie können wir als Eltern ein solches Fest feiern, wenn es unserem eigenen Sohn schlecht geht? Königin Choda und ich haben entschieden, die Feierlichkeiten abzusagen. Es ist spät geworden. Schlaf ein wenig und pass auf dich auf. Ich verabschiede mich. Gute Nacht. Nein, Jalal. Ich ertrage es nicht, euch leiden zu sehen. Euer Hochzeitsjubiläum wird auf jeden Fall stattfinden. Und Salim wird teilnehmen. Das kann ich euch versprechen. Salim? Bitte, Salim, wach auf. Mutter, ist alles in Ordnung? Es ist spät. Salim, bitte beantworte meine Frage. Siehst du mich als deine Mutter an? Natürlich, Mutter, aber warum fragt ihr? Ich habe eine Bitte. Erfüllst du sie mir? Selbstverständlich, Mutter, aber sag mir, was los ist. Ich möchte, dass du die Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier von Seiner Majestät und Königin Joda triffst. Alle Vorbereitungen. Mutter, aber was... Hast du nicht verstanden? Du übernimmst die komplette Vorbereitung für das Fest. Mutter, ihr wisst, dass weder Seine Majestät noch die Mutter des Zeitalters mir etwas bedeuten. Dennoch bittet ihr mich, das zu tun. Ja. Du sollst es auch nicht für sie tun. Ich möchte, dass du es meinetwillen tust. Also sag mir, kannst du mir diesen Wunsch erfüllen? Was ist? Aber Mutter, wisst ihr... Ich weiß, dass du sie hast. Aber ich habe dich darum gebeten, weil es mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und wenn du es nicht tust, muss ich leider davon ausgehen, dass ich dir nichts mehr bedeute. Gut, Mutter. Außer meinen Feinden zu vergeben, tue ich wirklich alles für euch. Selbst mein Leben gebe ich für euch. Also, Salim, geh zum Kaiser und sage ihm, dass du alle Vorbereitungen für die Feierlichkeiten übernehmen wirst. Wie er wünscht, Mutter. Um Jalal zu gefallen, würde ich wirklich alles tun. Tatsächlich alles. Bitte verzeiht mir, Hoheit. Aber ich verstehe nicht, warum ihr das tut. Ihr habt die ganzen Jahre versucht, Salim immer gegen seine Eltern aufzuwiegeln. Und jetzt wollt ihr sie einander näher bringen. Eure Hoheit, habt ihr etwa vergessen, dass ihr seiner Majestät großes Leid zugefügt habt? Jetzt solltet ihr doch glücklich sein, wo er endlich all seinen Schmerz mit euch geteilt hat. Warum ändert ihr jetzt plötzlich die Regeln, wo alles nach eurem Plan läuft? Du würdest es nicht verstehen.
Ich wollte, dass ihr eigener Sohn Königin Joda Schmerzen bereitet. Ich wollte, dass seine Majestät begreift, dass Königin Joda keine gute Mutter ist. Ich wollte, dass Prinz Salim immer genau das tun würde, was ich ihm sage. Das habe ich erreicht. Bald wird der Kronprinz Kaiser sein. Und er wird nur mich als seine Mutter ansehen. Somit werde ich mächtiger werden als die Mutter des Zeitalters. Auch ohne die Arbeit, die ihre Stellung mit sich bringt, Hoshia. Falls du es wissen willst, ich habe Salim zu Jalai geschickt, weil ich will, dass Jalai mich respektiert und endlich einsieht, dass ich besser bin als Königin Joda. Das ist mir heute gelungen. Heute hat Jalai sein Leid nicht mit Königin Joda geteilt, sondern mit mir. Es war nicht Königin Joda, die ihn tröstete. Ich bin es gewesen. Ich kann Jalal einfach nicht leiden sehen. Liebe ist ein sehr starkes Gefühl, Hoshia. Jalal kann es nicht ertragen, Joda leiden zu sehen. Und ich kann ihn nicht leiden sehen. Königin Joda wird ab jetzt nur noch leiden. Dafür werde ich sorgen. Aber Jalal möchte ich immer nur lächeln sehen. Und glücklich. Ich will, dass Salim seine Mutter hasst und nur mich liebt. Wie eine Mutter. Ich will, dass seine Majestät sieht, dass ich besser bin als Königin Joda. Was soll der Blödsinn, Hoshia? Bitte verzeiht mir, Eure Hoheit. Aber ich bin heute sehr glücklich. Ich bin Gott dankbar, dass er dafür gesorgt hat, dass ich überhaupt nicht fähig bin, jemanden zu lieben. Ich bin weder Mann noch Frau. Wäre ich eine Frau, müsste ich mein ganzes Leben um meine Stellung in der Gesellschaft, meinen Stolz oder für meine Rechte und meine Liebe kämpfen. Und wenn ich ein Mann wäre, müsste ich mein ganzes Leben für meine Existenz kämpfen. Weder meine Wünsche noch mein Kampf würden jemals ein Ende nehmen. Seht doch nur einmal euch selbst an, Eure Hoheit. Ihr seid die oberste Gemahlin. Jeder muss euch gehorchen. Aber ihr wollt nur die Gefühle seiner Majestät kontrollieren. Bitte verzeiht mir, Eure Hoheit. Aber ihr kämpft diesen Kampf nicht gegen Königin Joda. Denn in Wahrheit kämpft ihr gegen euer eigenes Gewissen. Und ihr habt keine Ahnung, welche von euch gewinnen wird. Ich bin wirklich froh, dass ich nicht den gleichen Schmerz wie ihr ertragen muss. Denn ich bin ein Eunuch.